So, da sind wir wieder für Teil Nummer 2. Interessanterweise gab es einen kleinen Fehler bei der Aufnahme, dass die einfach abgestürzt ist. Deswegen habe ich bis zum jetzigen Punkt nochmal spielen müssen. Wenn ihr auf die Zeit achtet, genau, seht ihr, dass ein kleiner Zeitsprung drin ist. Mir ist sogar fast perfekt gelungen, auf die Minute genau wie im vorigen Part zu sein, war jetzt aber nicht zu 100% so. Wir sind noch weiter am Farmen, um uns das zu kaufen, sind jetzt mittlerweile bei 1920, wie auch schon im letzten Part gesehen. Und oh, wollen natürlich nicht von den Sklavenhändlern geschnappt werden, deswegen gehen wir mal hier hinter und gehen in Schleichmodus. Oh, die kämpfen, glaube ich, gegen die. Ja, die kämpfen und machen die, versklaven die danach. Das wird eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ich glaube, die sind fast gar nicht verletzt. Ja. Also ist eine sehr einseitige Angelegenheit, wie ihr seht. Ah, der ist schon. Nee, doch nicht. Und die werden nachher alle versklavt. Das werdet ihr gleich sehen. Die werden einer nach dem anderen versklavt. Damit sparen wir uns auf jeden Fall schon mal den Ärger. Jetzt sieht man es, was uns auch schon in der letzten Staffel passiert ist, passiert jetzt hier diesen Banditen. Die wurden erstmal alle zusammengeflickt. Ah, er haut sogar ab. Ah ne, er ist schon Sklave, okay. Ah, sie versklaven gar nicht alle, oder? Ne, sind auch nicht alle verarztet worden. Einer stellt sich noch tot, der kriegt aber langsam auch immer schlechtere Werte. Jetzt wird weiter versklavt. So, dann schicken wir dich nochmal in die Bar. Der andere baut weiter ab. Und wie viele Sklaven haben wir jetzt? Ja, sind schon ein paar. Haben sie alle erwischt oder einen vergessen? Sieht aus, als hätten sie alle erwischt. Hier ist noch ein Erholungskoma. Ist zurückgeblieben. Ist zwar immer noch Sklave, aber ist zurückgeblieben. Also könnt ihr dann ganz einfach flüchten. Wir gehen also langsam mal in die Bar und wir gehen aber schleichend in die Bar. Was wir auch gucken könnten, ob jemand ein Backpack für uns hat, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Mit ihm hatte ich noch kein Essen. Dann hole ich immer mal mit ihm Essen, damit wir schon mal ein bisschen versorgt sind. Und wir farmen weiter. Jetzt sind wir auf 2355 runter. Haben jetzt nicht so viel Umsatz gemacht. Aber es lag natürlich jetzt daran auch, dass wir Essen gekauft haben. Hier warte ich noch, bis wir 5 haben. Gehen wir auf die Seite. Und schleichen raus. Hat er sich schon erholt? Ne, er liegt noch da. Geflohener Sklave zählt er jetzt sogar. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich sogar angreifen. Wir hätten eine gute Chance, ihn zu überwältigen. Bin mal gespannt, was er macht. Wo liegt er denn? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht mehr da. Bin mal sehr gespannt, was er macht. Sobald er hier 0 erreicht hat, wird er aufwachen. Dann will ich mal sehen, wo er hingeht. Könnte auch sein, falls er uns, dass er uns sieht und uns dann einfach direkt angreift.
haben wir jetzt die längste Zeit ausgehalten. Oh, der ist echt, also der ist extrem schwer zu erkennen. Ah, hier ist er. Minus 9, ja, dauert nicht mehr lange. Die beiden sind schön am Kloppen. Gebe ich dem auch was vom Essen. Dass der mal ein bisschen steigt wieder. Minus 4. Also er sollte jetzt gleich aufstehen. Kampfkunst ist jetzt natürlich noch schlechter, hat keine Waffe, nix. Aber wir sind auch extrem schlecht. Wird sogar ein interessantes Duell werden. Könnte sogar sein, dass er uns besiegen würde. Naja, er wandert jetzt umher. Vielleicht wird er von den Waffen erwischt. Ne. Er haut ab. Ah, er schließt sich vielleicht sogar den Staubbanditen da hinten an. Und ein paar Ziegen. Mit denen haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht. Die greifen wir lieber nicht mehr an. Und dann gehen wir mal wieder zum Händler und gucken mal, vielleicht kriegen wir uns, können wir uns sogar irgendwo ein Backpack schnappen. Was natürlich noch besser wäre. Die Ziegen rennen da weiter rum. Er ist nicht besonders schnell. Dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr Roheisen transportieren durch einen Rucksack. Was natürlich auch nicht schlecht wäre. Und warum hat er gar keine Waffe? Das müssen wir vielleicht auch noch ändern. Der hat auf jeden Fall keinen Rucksack für uns. Gucken wir mal hier, vielleicht bei einer Rüstung oder so. Das sind leider nur Rüstungen. Leider nicht zufälligerweise ein Rucksack dabei. Schade. Vielleicht hier. Wo die Betten sind. Da können wir auch nochmal mit jemandem sprechen. Na, den haben wir schon woanders gesehen gehabt. Beschwichtiger brauchen wir nicht. Ne, der hat leider auch nichts. Aber dann können wir noch ein bisschen Essen kaufen. Naja, der will auch Geld. Vielleicht ist er hier ein Abtrünniger. Auch 6000. Und er? Sehr schön, er ist mir gejoint, oder sie, ne, sind sie. Und da hatten wir den Vorschlag in YouTube zu Aniko, den nennen wir doch dann auch gleich mal so. Und das Aussehen machen wir mal dreimal oder viermal, alles zufällig. Und so, schon haben wir unseren ersten Check. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht in der Bar die anderen dazu bewegen können und sich uns anzuschließen. Wäre mal sehr interessant zu sehen. Nee, eher nicht. Nee, er auch nicht. Und das hier sind nur Scheckkrieger und eine Ladenwache. Okay, schade. Ich habe gedacht, vielleicht wäre noch einer dabei, der sich so anschließen würde. Aber ich glaube, es gefühlt schließt sich immer einer pro Stadt einfach nur so an. Und die scheint auch ein bisschen stärker zu sein.
Malus in Gebäuden minus 6. Okay, ja, das kann man vernachlässigen. Aber jetzt sind wir schon mal zu dritt im Abbau. Und wir könnten uns auf jeden Fall mal gegen kleinere Gruppen oder einzelne Banditen verteidigen. Gegen kleinere Gruppen wahrscheinlich noch nicht, dafür haben wir auch noch gar keine Kampferfahrung. Zum Beispiel gegen so eingeflohenen Banditen. Rennt da wieder die 100 Hüter rum oder wer rennt da durch die Gegend? Ah ne, hungriger Bandit. Ach, der geflohene Sklave, er lebt sogar noch. Komm, dann gehen wir mal hin. Dürfte eigentlich schneller sein. Es sind jetzt aber auch einige, die hier rumrennen. Und es hängt ein wenig. Jetzt nicht mehr. Ich will eigentlich zum ersten aufschließen. Aber mit dem kann ich sprechen. Mal gucken, ob das was bringt. Kämpfen möchte ich jetzt eigentlich nicht gegen so viele. Einfach ab. Ich glaube, ich bin schneller. Ah, ich habe eigentlich gedacht, ich kann ihn vielleicht überzeugen. Vielleicht hätte ich ein bisschen Geld geben müssen, damit ich ihn überzeugen kann, dass er sich uns anschließt. Wäre immer interessant gewesen, so einen hungrigen Banditen dabei zu haben. Aber die locken wir doch einfach mal zur Wache. Dann kämpfen wir aber natürlich noch ein bisschen mit. Nicht mehr sehen kann, ob. Ah, es hängt schon wieder. Gleich alle reingepackt. Vielleicht kriege ich ein bisschen Geld, wenn ich die reinpacke. Das wäre jetzt mal interessant zu sehen. Ich glaube, das ist die Polizeiwache hier. Scheint nichts zu bringen. Kann ich aber neu reintun in den Käfig. Ah, wird aber noch verbunden von denen. Okay. Schade, ich hätte eigentlich noch ein bisschen mitgekämpft, um um das noch alles ein bisschen zu steigern. Hat wohl nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Dann geht's mal wieder zum Verkaufen.
Da wir jetzt aber zu dritt sind, soll es auch alles ein bisschen schneller gehen noch. Und wir können es schon ein bisschen verteidigen mit ihr. Bin ich mal gespannt. Zähigkeit aber nur 1, das heißt, sie wird ziemlich schnell umkippen. Hat auch nur ein bisschen Rüstung, also nicht gerade viel. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich dürfte auch bald schon Stufe 3 sein mit der Stärke. So, das war's auch erstmal für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.